Ey Freunde, Jan verarscht mich immer und ich zahle es ihm jetzt einfach zurück. Ich lege mich jetzt hin und tue einfach so, als wenn ich tot wäre. Ich hoffe, es dauert nicht so lange, bis er kommt. Ich habe keinen Bock, so lange zu warten. Aber ich lege mich jetzt einfach so hin und dann warte ich jetzt, bis er kommt. Ah, ey, der braucht ganz schön lange, aber immerhin liege ich bequem. Tot einer. Muss mal Video machen. Hey. Was los? Oh Mann, was wäre, wenn ich jetzt wirklich tot wäre? Ja. Yo, Freunde, was geht ab? Dieses wundervolle Pitbike ist jetzt seit einem Jahr in meinem Besitz und heute werde ich euch mal erzählen, wie das Jahr so mit diesem Pitbike war, ob ich es mir nochmal kaufen würde. Ja, okay, es wurde mir zugesendet, ich musste dafür nichts bezahlen. Aber ich werde euch erzählen, ob ich es mir kaufen würde, wenn ich es noch nicht hätte, ob es sein Geld wert ist. Denn das ist, glaube ich, das günstigste Motorrad, was man sich so kaufen kann. Also 600 € hat das damals gekostet. Ich glaube, günstiger kriegt man ein Pitbike nicht. Und ich werde euch heute erzählen, was mir daran gefällt, was mir daran nicht so sehr gefällt. Es läuft noch, das ist schon mal sehr gut, hätte ich nicht erwartet. Und so technisch gesehen habe ich überhaupt nichts dran machen müssen. Ja, ich habe hier mal den Luftfilter ein bisschen mit Luftfilteröl eingesprüht. Die Kette habe ich auch mal ein bisschen eingesprüht. Aber ansonsten habe ich echt nichts dran gemacht, kein Ölwechsel oder so, überhaupt gar nichts. Ansonsten habe ich jetzt vor, den Kanal etwas abwechslungsreicher zu gestalten, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt. Denn es ist mittlerweile so, dass ich fast jedes RC-Auto habe und ich habe Bock, mal wieder ein paar andere Videos zu machen. Ich habe RC-Auto sozusagen fast durchgespielt. Wie findet ihr das, dass jetzt der Kanal wieder ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet wird? Wenn ihr das gut findet, lasst einfach einen Daumen hoch da. Wenn ihr das nicht gut findet, schreibt mir das in die Kommentare und schreibt mir, warum ihr das nicht gut findet. Okay, genug geschwanzt. Ich wollte geschwanzt sagen. Genug geschwätzt. Steigen wir aufs Bike und dann fahren wir los. Erzähle ich euch ein bisschen was. Was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist, dass dieses Bike nach einem Jahr immer noch problemlos anspringt. Also das ist wirklich nicht schlecht. So, fahren wir los. Hier gleich eine kleine Challenge. Diesen Berg erklimmen. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen aus der Übung, ey. Falls ihr die anderen Videos zu dem Pitbike nicht gesehen habt, kurz paar technische Daten, 125 Kubik hat das, ansonsten ja, vier Gänge und es fährt sich fast genauso wie am ersten Tag. Höchstgeschwindigkeit liegt bei meinem Gewicht bei 70 km/h. Fangen wir mal an mit den schlechten Sachen, die mir an dem Pitbike nicht so sehr gefallen. Als allererstes haben wir da die Vorderbremse. Also von Anfang an ist die wirklich sehr grottenschlecht. Ich zeige euch das gerade mal. Ich bremse jetzt volle Wulle. Das war eine Vollbremsung, Alter. Das ist nichts. Oh, da haben wir auch schon direkt das zweite Problem. Ihr habt es gehört, denke ich mal. Manchmal spinnt die Kupplung da unten ein bisschen. Ich trete da jetzt mal voll rein. Okay, jetzt bin ich wieder im ersten Gang. Jetzt ist sie wieder repariert. Also wie gesagt, erste Sache, die mich hier an diesem Bike stört, ist die Vorderbremse. Zweite Sache ist die Kupplung. Manchmal bleibt die so ein bisschen hängen, aber es ist halb so wild. Weil ich weiß, wie man das Problem sofort löst. Es löst zwar nicht die Ursache, aber ich kann halt ganz normal weiterfahren. Was mich noch stört an diesem Bike ist, allgemein gesagt, so die Qualität. Ja gut, 600 € hat es gekostet, was soll man da denn auch erwarten? Aber ich muss schon sagen, man merkt wirklich sehr, dass die Qualität jetzt nicht die beste ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gas geben möchte, das Gas, das ist schon wirklich sehr grob, die Dosierung ist sehr grob. Also man kann jetzt nicht so feinfühlig das Gas dosieren. Oh. Ich denke mal, nachher fahre ich mal da durch. Aber jetzt noch nicht. Im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr begeistert, dass ich in dem Jahr, wo ich das habe, also ich bin jetzt nicht so ultra viel gefahren, aber ein bisschen war ich schon unterwegs. Ich bin begeistert, dass ich nichts machen musste, dass nichts kaputt gegangen ist. Also man kann damit ein Jahr schon Spaß haben, wenn man gelegentlich fährt. Ich habe auf diesem Motorrad gelernt zu schalten, also so das Fahren habe ich darauf gelernt. Dafür war das wirklich sehr gut geeignet. Und zwei weitere Menschen haben darauf auch das Fahren und Schalten gelernt. Also dafür finde ich das echt perfekt, um einfach so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, zu fahren, zu schalten. Also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Oh, da haben wir wieder die Kupplung gehört. Jetzt bin ich im Leerlauf, Alter. Ich muss da wieder mal ordentlich reinkicken. Oh. Das hat sich jetzt nicht gut angehört, aber egal, fahren wir einfach weiter. Oh.
Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie... Alter, jetzt hängt der Kupplungshebel komplett. Das ist echt überhaupt nicht gut, dass er jetzt komplett hängt. Alter, okay, wieder repariert. Kann ich so anfahren? Jo, das geht. Ich dachte, ich bleibe jetzt hier einfach am Arsch der Welt liegen. Ey, ich kann gar nicht mehr schalten. Ungelogen, ich kann gar nicht mehr schalten. Oh nein, ich habe das Bike gerade eben noch so gelobt. Und jetzt gibt es einfach den Geist auf. Ich weiß nicht, in welchem Gang ich bin. Ich glaube im dritten. Mann, wieso geht's jetzt nicht mehr? Ich wollte noch ein bisschen hier durch den Wald ballern. Aber ich versuche nochmal runterzuschalten hier. Einfach. Oh. Nee. Das sieht nicht gut aus. Das Ding hängt. Oh. Habe ich jetzt irgendwie runtergeschaltet? Nee, ich glaube nicht. Aber ich kann jetzt wieder schalten. Schaut euch das an. Jetzt müsste ich im ersten Gang sein, ne? Ja, Mann, erster Gang. Geil, Mann, ey. Wieder repariert. Das Ding läuft wieder wie eine 1. So, fahren wir mal hier lang. Wird jetzt auch ein bisschen matschiger. Oh, oh, oh. Oh nein, da wollte ich nicht rein. Oh. Geht schon, ey. Verdammt, ey. Aber ich komme da durch, ne? Komme ich da durch? Oh, ich weiß nicht, ey. Ah, ich kämpfe mich einfach hier durch. Jawohl, schaut euch mal an, was das für ein Biest ist. Oh, Alter. Und jetzt wieder hier runter. Ja. Ich habe ja erwähnt, dass die Vorderbremse ziemlich schlecht ist. Aber dafür ist die Hinterbremse gut. Also, bremsen kann man, ist zwar ein bisschen rutschig dann, ja, aber wenn man jetzt nicht damit auf der Straße fährt und man sollte damit ja auch nicht auf der Straße fahren, weil es ja nicht versichert ist und keine Zulassung hat, dann kommt es in äußerst seltenen Fällen nur dazu, dass man eine Gefahrenbremsung machen muss. Und das Ding ist ja jetzt auch nicht so schnell, deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, dass die Vorderbremse jetzt nicht die heftigste ist. Eine Frage habe ich an euch, Freunde. Ich habe mir überlegt, mal so ein Video zu machen, wo ich ein bisschen rumfahre und mit euch spreche, euch erzähle, wie es so ist, als Deutscher in Tschechien zu leben. Also für alle diejenigen, die es immer noch nicht mitbekommen haben, ja, ich wohne in Tschechien. Ja, und meine Frage ist, habt ihr Bock, dass ich mal so ein Video mache und euch erzähle, wie so meine Eindrücke sind als Deutscher in Tschechien? Wenn ja, lasst mich das einfach in den Kommentaren wissen, dann weiß ich schon Bescheid. Jetzt ballern wir den Weg hier wieder zurück. Boah, ist schon matschig hier. Aber ich komme gut durch. Glaube ich jedenfalls. Jawohl. Ist auch eine ganz schöne Strecke hier. Yeah. Boah, geil. Yeah. Wow. Junge, ist ja fast eine Crossstrecke hier. Oh, bin mal gespannt, wo ich hier rauskomme. Und ob ich überhaupt irgendwo rauskomme. Hey, geil. Jetzt Vollgas, Freunde. Okay, reicht. Das habe ich auch noch vergessen zu erwähnen. Hier ist ganz am Anfang die Schraube weggeflogen. Und sonst hier, das ist auch alles ein bisschen locker geworden, müsste man jetzt nachziehen. Aber im Großen und Ganzen, ja Mann, ich würde das Bike auf jeden Fall wieder kaufen. Ich hoffe, ja, wir sehen uns. Ciao.